Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus sagt, ich gebe euch Ruhe. Ist das nicht eine wunderbare Zusage in unserer hektischen Zeit? Jesus gibt uns Ruhe und wir dürfen bei ihm abladen und zur Ruhe kommen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute mit dem Thema Dein Anbetungsaltar. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Dein Anbetungsaltar. Ja, hast du ein Anbetungsaltar? Du sagst, wie sieht das aus? Früher hatte man da Steine aufeinander gefächert und hat da Tieropfer dargebracht. Natürlich nicht. Im Neuen Testament ist das nicht mehr der Altar, sondern unser Leben und unser Gebetsleben. Und aber wir beten heutzutage alles Mögliche an. Wir beten die Information an. Ein Informationshunger, wie es noch nie gab. Und da beten wir auch diesen Gott an, der Gott vom Informationshunger, der Gott der Vielfältigkeit. Es muss heute alles so vielfältig sein. Alles ist irgendwo erlaubt. Gott des Wohlstandes. Ein Gott, ja, oftmals ist der Gott auch die eigene Meinung, wo man sich festgefahren hat. Ja, du sagst, das ist doch alles kein Gott. Ich sag dir die Gegenfrage. Wo verbringst du die meiste Zeit? Wo verbringst du die meiste Zeit? Wo opferst du die meiste Zeit? Und mir ist in den letzten Tagen so Elia groß geworden. Er war auf dem Berg Karmel, hat mit den Baalspriestern ein Altar aufgebaut. Das heißt, die Baalspriester haben einen Altar gehabt und wollten ihrem Gott opfern, aber der tote Gott hat nicht reagiert. Und dann hat Elia gesagt, komm drüber. Ich baue den Altar Gottes wieder auf und ich bringe hier ein Opfer dar. Und er hat ihn wieder aufgebaut. Und das ist mir so wichtig. Nicht ein Opferaltar aus Stein, aber ein Anbetungsaltar. Und ich glaube, wir sollten alle in dieser Zeit, wo wir viel kritisiert haben über die Vergangenheit und was alles los war, wieder unseren Opferaltar aufbauen und wieder ein lebendiges Gebetsleben mit unserem Herrn haben. Viel wichtiger wie all die Informationen, viel wichtiger wie all das, was um uns herum ist. Und das rate ich dir. Ich danke dir, Herr, dass jeder, der das Verlangen hat, näher dir zu kommen, wieder sein Anbetungsaltar aufbaut. Herr, seine Atmosphäre und seine Zeit dir opfert, Herr, mit dir zu reden. Und Herr, ich danke dir dafür, in Ruhe kommt. Ich danke dir dafür. In dieser Zeit, Herr, ist es nicht einfach, in Ruhe zu kommen und dich anzubeten. Danke, Herr, für das Verlangen von jedem, der das hat. Amen. Amen. Gott tut so viel an seinen Kindern und so viele Zeugnisse haben wir wieder erhalten. Aber zuerst möchten wir für Menschen beten, die uns ihr Anliegen geschrieben haben. Folgendes Gebetsanliegen für eine Mutter erreichte uns. Sie schreibt, ich bitte um Unterstützung beim Gebet, um Linderung der Schmerzen und schnelle Heilung für meine an Gürtelrose erkrankte Mutter. Herzlichen Dank. Und das wollen wir tun. Jesus, wir danken dir, dass du diese Mutter kennst, dass du auch weißt um diese Gürtelrose und die Schmerzen, die sie hat. Danke, Jesus, dass du vollkommene Heilung schenkst, dass du eingreifst und dass diese Gürtelrose keine Macht mehr hat, dass sie entmachtet ist und dass das aufhört, dass die Schmerzen verschwinden und dass wieder die Haut wieder wunderbar so ist, wie sie vorher war. Danke, Jesus, dass du eingreifst bei dieser Mutter. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und Gott weiß um unsere schwierigen Situationen. Eine Frau schreibt, bitte betet für mich, dass ich mein Haus gut und zeitnah verkaufe und alles mit meinem Umzug und dem Kauf der Wohnung klappt. Ich bin eine alleinerziehende Mama und derzeit in einer schwierigen finanziellen Situation. Gott ist gut und ich vertraue ihm. Er sieht mich und er hilft mir. Ich danke euch für eure Gebete.
ja, das ist die richtige Einstellung. Er sieht mich und er hilft mir. Und Jesus, du kennst diese alleinerziehende Mama und du weißt um ihre Sorgen jetzt, um das Haus und die neue Wohnung. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du ein Gott bist, der sieht und ein Gott, der hilft und dass dieses Haus gut verkauft wird und die neue Wohnung wunderbar gelingt und bezogen werden kann und dass das wirklich reibungslos läuft. Ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst in diese finanzielle Situation, wo diese Mama hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet um Gebet für Heilung und Wiederherstellung. Ich habe seit Monaten eine immer wiederkehrende Blasenentzündung mit Blut im Urin und ich habe seit Wochen Schmerzen im Schulterbereich und kann meinen linken Arm nicht mehr richtig bewegen. Es kam jetzt raus, dass ich eine Frozen Schulter habe. Ja, was es alles gibt, aber auch da erhört Gott Gebet. Danke, Herr, für die Frozen Schulter, Herr, dass das Ganze, was so eingefroren ist, was so verhärtet ist, Herr, was so klemmt, Herr, in der Schulter, Herr. Wir rufen deine Hilfe und Herr, nicht nur Lockerung, sondern deinen Normalzustand aus, Herr, in diese Schulter hinein und Herr, eine Wiederherstellung, Herr, der Funktion und dass alles schmerzfrei wird. Vater im Himmel, wir bitten in Jesu Namen. Amen. Amen. Und eine Tochter bittet für ihre Eltern um Gebet. Liebe Isolde, lieber Daniel, ich bitte euch, für meine Eltern zu beten um Gesundheit. Möge Gott meinen Vater heilen von Demenz und meine Mutter, dass sie keine Tabletten mehr nehmen muss wegen Blutverdünnung. Danke für die Gebete. Wie wunderbar, wenn Menschen so Gott vertrauen für solche Sachen und dafür wollen wir beten. Danke, Herr, du siehst auch diese Tochter, die fürbitten für ihre Eltern bittet, Herr. Danke, Herr, dass du wunderbar, Herr, dieser Demenz begegnest, Herr, und auch, Herr, die Tabletten, die die Mutter nehmen muss, Herr, ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, Herr, dass wirklich die Krankheiten verschwinden und der Arzt das auch bestätigen kann. Und daraufhin die Tabletten man weglassen kann. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du diese Bitte hörst und danke, dass du sie auch erhörst. Amen. Amen. Und wie schon gesagt, Gott tut so wunderbare Dinge an seinen Kindern. Und da möchte ich euch einiges vorlesen. Jesus ist der Friedefürst. Er schenkt uns seinen Frieden. Und da schreibt jemand, danke für die wunderbare Gebetsnacht. Ich konnte gleich danach meinen Riesen mit Gottes Kraft besiegen. Ich habe jetzt endlich Frieden in meinem Herzen. Danke, Jesus, und danke euch. Wie wunderbar, wenn man den Frieden im Herzen hat. Gott sieht jede Verzweiflung und er hat für uns auch eine Lösung. Vor 1,5 Jahren ging es mir beruflich sehr schlecht. Ich wurde sehr schlimm gemobbt und musste die Stelle verlassen. Ich fiel in ein tiefes Loch. In meiner Verzweiflung bat ich bei euch um Gebetsunterstützung. Ein paar Monate später ergab sich eine wundervolle Chance, bei einer Familie in Bayern zu arbeiten. Dort bin ich sehr, sehr glücklich und auch darüber, dass ich dort leuchten darf. Danke, dass Sie und Ihr Team mich mit Ihrem Gebet unterstützt haben. Wie wunderbar. Gott kümmert sich auch um Prüfungen, wie folgendes Zeugnis zeigt. Ich bat um Gebet für meine Tochter, die 2 Prüfungen in Mathe und Chemie hatte, damit sie in die 10. Klasse kommen kann. Sie hat die Prüfungen durch ein echtes Wunder geschafft und ist nun offiziell in der 10. Klasse. Vielen Dank für alle Gebete. Ja, und Gott ist auch bei Schülern in der Schule und im Studium und überall, wo wir seine Hilfe brauchen, da können wir zu ihm beten. Gott erhört Gebet. Er kennt uns und er sieht uns. Ich bat euch um Gebetsunterstützung über die Osterzeit wegen Long-Covid. Fast 10 Monate litt ich unter Muskelschwäche, Antriebslosigkeit, schnelle Erschöpfung und eingeschränkte Belastbarkeit. Ich war in vielen Lebensbereichen eingeschränkt.
Nachdem sie für mich gebetet haben, ging es mir Tag für Tag immer besser und schon 3 Wochen später fühlte ich mich wieder vollkommen gesund, fit und vital. Ich bin unserem Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen dankbar für diese Hilfe. Danke für eure wunderbare Arbeit. Ja, das kann man wirklich nachvollziehen, diese Dankbarkeit. Ja, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir eine Gebetserhörung bekommen. Die unterschiedlichsten Sachen, manchmal lustige Sachen, wo man denkt, wow, auch da kümmert sich Gott drum. Manchmal schwere Krankheiten, die berührt werden. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden uns riesig freuen. Ja, wir haben darüber gesprochen, über den Anbetungsaltar. Mach dir mal Gedanken, was du verbessern kannst. Nicht nur eine Andacht lesen, nicht nur einfach drauf losbeten, sondern wirklich, wirklich dir eine Zeit nehmen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, einen Platz zu haben, wo du in Ruhe anbeten kannst und du nicht gestört wirst, wo du nicht nebenbei irgendwo E-Mails anschaust oder WhatsApp beantwortest, sondern wo du wirklich mit deinem Gott reden kannst. Und ich sage dir, baue deinen Anbetungsaltar wieder auf. Und gerne beten wir auch für dich, wenn du uns dein Anliegen zukommen lässt. Ja, und wir beten auch sonntags für alle, die kommen persönlich nach dem Gottesdienst. Und auch nächsten Sonntag sind wir ab 10 Uhr wieder im Livestream für dich da. Und wir verabschieden uns von dir und wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Tschüss. Alles Gute, Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.